Ja, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Tropico 6, der Beta. Raketen! Die neueste tödliche Bedrohung aus der Luft. Der Palast versichert allen Bürgern, dass Tropico keinem Land der Erde eine Rakete wert ist. Alter Schwede. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch bei der Beta. So, Spiel kommt nächste Woche raus, am Freitag, glaube ich. Dann wird alles freigeschaltet. Ich habe ja die Vollversion schon. Langsam klappt es auch mit dem Geld. Rum läuft gut. So. Guck mal, was wir noch verkaufen können. Bei den anderen können wir ja auch was verkaufen. Fleisch. Also das ist auch wieder Alliierte. So, wir sabotieren immer noch die Achsenmächte gerade. Läuft noch. Mission wird durchgeführt. Okay, wir sollen Öl herstellen. Wie stellt man Öl her? Wir gucken mal. Das wird ja bei der Industrie irgendwo sein. Molkerei. Nein, Wohngebäude. Öl. Ah, okay. Wir setzen das mal hier hin. Genau, Fischereihafen kann man mal machen. Jetzt war ich nicht so perfekt. Fisch ist immer gut. So, können wir noch irgendwo einen Fischereihafen hinmachen? Es passt doch perfekt alles hier. Guck mal, was wir an Geld kriegen. Der Palast hat heute eine neue Weltkarte herausgebracht. Offenbar haben Alliierte und Achsenmächte an Boden verloren, während Tropico die Antarktis und Grönland annektiert hat. Yay! So, wir haben... Wie sieht's denn aus hier mit Zigarrenfabrik? Die läuft... Kaffee. Wir bauen mal noch Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eines muss man. Okay. Kommt gewundert, was das ist. So, Kakao. Guck mal hier, Kakao passt hier perfekt hin. Hast du gerade zwei nebeneinander? Dann können wir nämlich hier noch die Straße durchziehen. Können wir nicht. Scheiße. Wieso können wir das nicht? Da hier noch so viele Baracken sind. Ach Quatsch, so viele Unterschichtenwohnungen, wenn ich das jetzt mal.
brauchen wir für die Mitarbeiter noch gleich eine ganze Menge Baracken hin. Und dazwischen kommt noch eine Taverne, damit sie ein bisschen Spaß haben. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken. Es ist ein großer Tag für unser... Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen An... Relativ guten Draht zu den Alliierten, das ist gut. Was können wir denn hier noch für zwei Farmen hinsetzen? Die Plantagen. Mais? Nein. Banane? Ananas? Zucker? Kakao? Aus mit Baumwolle und Gummi. Ja, wir setzen mal zwei Baumwolle hin. Dann können wir hier nämlich noch die Erweiterung Textilfabrik, genau. Mal genau lesen. Okay, genau. So. Haben wir hier noch ein bisschen Textil? Die Stimme Tropikos mahnt alle Bürger Tropikos zur Wachsamkeit. Esst wenig und kauft Kriegsanleihen. Der Sieg. Seien wir ehrlich. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören, als zu den Achsenmächten. Sie werden ein Alliierter sein und kein. Was würden Sie zu ein paar zusätzlichen Kriminellen sagen, Press, jetzt, da Sie für Recht und Ordnung stehen? Wo ist denn die Theaterbotschaft? Man soll meiner für immer gedenken und auch danach. Ich gehe, wohin ich will. Aber jetzt willst du da hingehen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente. Noch eine Klinik bauen. Ich weiß ja da gerade gar nicht mehr, was hier das Ziel war. Da sind schon zwei Kliniken. Da ist eine Klinik. Wir bauen mal hier eine hin. Ach, da haben wir schon eine. Die Kliniken kriegen ist immer gut. Das ist ja eine Bank mit der Sicherheit und da. Okay. Sicherheit. Hier ist eine Polizeiwache. Warum ist es hier unsicher? Ja, komm, so eine Mission machen wir jetzt nicht. Oder? Das ist ein Hauptauftrag. Okay. Sagten eigentlich die Spaßabdeckung. Könnte besser sein. Sicherheit, das war's. Ja, dann setze ich die hier hin. Passt nicht. Scheiße. Sonst abgerissen. Was ist denn dann noch unsicher, wo genug Platz ist? Hier. Aber hier ist genug Platz.
passt es aber auch nicht hin. Ach Mann. Hier. Ich hoffe, das funktioniert. Lass uns die Strafkolonie. Verordnung. In Tropico sind wir. Arbeit ist. So, Nahrungszufriedenheit. Die kriegen wir nicht hoch. Präsident, erinnern Sie sich an die Geschichte von dem Mann, der sein Haus auf Sand. Das reicht. Öl herstellen, wie sieht's denn aus hier mit Öl? Ich weiß nicht, was wir hier noch weiter machen sollen gerade. Das wird gebaut. Sind fliegende Autos die Zukunft? Nur wenn Tropico den Krieg gewinnt. Vergesst also nicht, wenn ihr... Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden Abenteuern auf Trab. Was? Ja. Ich verstehe nicht, ich habe doch Kliniken gebaut. Ah ne, die Bauten ist noch hier in der Arbeit. Ah, Öl herstellen, jetzt funktioniert's. Kann ich denn Nahrungsabdeckung? Da kann ich das sehen. Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eine. So, das haben wir auch. Eilmeldung! Wir alle wissen, dass El Presidente Rüpel hasst. Was also, wenn eine Supermacht Tropico rüpelhaft behandelt? Präsidente sagt, das war's mit dem Handel. Das war's mit dem Handel. Haben wir denn? Ah, das funktioniert alles. 35.000. 7.000. Kaffee. Ja, das läuft doch alles. So ein bisschen. Aber wir haben gerade mal so ein Teil hier von der Insel. Wir haben noch echt viel Platz hier. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Was ich mal machen kann ich denn? Meine Läden soll ich gucken, gerne Laden. Nein, kann ich nicht.
Kann ich nichts groß ändern. Wie sieht's denn mit Wohnabdeckung aus? Stapelt sie höher. Läuft. Es braucht aber Strom mehr. Mit der Banksicherheit ist so eine Sache. Ja, die Nahrungszufriedenheit kriegen wir nicht hoch. Seien wir ehrlich. Es ist. Arbeitsmittel, Strafarbeit. Ja, dann aktivieren wir mal die Hintergittern. Strafarbeit. Gittern, Strafarbeit. Gittern, Strafarbeit. So, wir haben irgendwo noch ein Gefängnis. Das Problem ist nämlich hier. Das reißen wir aber ab. Und noch irgendwo ein Gefängnis, ne? Präsident, unsere. Häftlingseinkommen. Okay, die arbeiten jetzt für mich. So, dann brauchen wir noch eine Militärbasis. Die setzen wir nämlich genau dahin, weil ich gerade abgerissen habe. Wenn sie passt. Perfekt. Wenn wir angegriffen werden, haben wir dann überall kleine Basen. Da müssen wir wieder ein bisschen auf Geld achten. So. Schon wieder alliierte Botschaft besuchen. Ah. Ist ja anstrengend. Die wollen ganz schön oft besucht werden. Ich sollte mir was Hübsches kaufen. Wie einen zweiten Palast. Machen Sie das. Wohin ich gehe, geht Tropico. So. Die Bürger verlangen nach Wahl. Okay, Wohnungszufrieden ist scheiße. Ein wir haben bald schon wieder Wahlen, aber sind wir 75%. Mein Volk, meine Kinder, euer Wohlstand ist meine Auszeichnung. Eure Solidarität ist mein Glaube. Und ich empfange eure Liebe mit Dankbarkeit. Ihr seid mein Tropico. Und was ist mit meinem Volk? Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Alter, habe ich viele Obdachlose, sehe ich jetzt erst. Falls ihr Dächer habt, bald ihr doch? Dächer für alle und Wände für viele. Unser anhaltender Wohlstand wird von den Kapitalisten unterstützt. Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft und für eure progressive Einstellung zur Besteuerung. So wie wir unsere Freunde loben, so verurteilen wir unsere Feinde. Die Achsenmächte wollen die Welt neu ordnen? Nur über meine moderat beunruhigte Leiche. Auf was könnt ihr euch in den kommenden Jahren freuen? Bessere Wohnungen, schrägere Dächer, geradere Wände, durchsichtigere Fenster. Tropicos Haus von morgen soll allen Maßstäben genügen. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz,
Tropicos Präsident zu sein. Viva Tropico! Warum geht das nicht? Das ist doof. Ist ernsthaft, dass das hier keine Verbindung? Wie scheiße ist das denn? So. Gucken wir mal, dass wir die Obdachlosen wegkriegen. So, einmal nach. Oh Gott, reich und stinkreich. Alter Schwede. Okay, dann müssen wir was noch bauen müssen. Muss das hier einsetzen. Präsident, wir wissen ihr. Sechs Stück. So, das haben wir. Ah, warte langsam. Ein paar Arbeitslose. Baut. Ich kriege jetzt erstmal die Wohnung in, also die Obdachlosigkeit in den Griff. Mittellos, arm. Es ist nicht schön, was wir hier machen. Aber mir geht es darum, die Leute von der Straße zu kriegen. Sind wir 80%. 80% Zustimmung. Feuer ausgebrochen, Feuerwehr hat gelöscht. Mega gute Feuerwehr. So, könnte man das jetzt hier alles bauen? Hinbauen können. Das hätte echt gut ausgesehen. Das passt ein. Dann kann man nämlich hier noch ein paar Häuser hinbauen. Landhaus. Landhaus. Wir machen mal ein bisschen abwechselnd. Haus. Apartmenthaus, Luxusvilla, Landhaus, Haus, Luxusvilla,
Passt nicht hin. Apartment House. Passt auch nicht hin. Kann man nämlich da noch Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral, ahoi! Wie sieht's jetzt aus mit Bauen hier mal? Ich hab Obdachlose. Ich sollte mal vielleicht mal ein bisschen, wenn wir jetzt wieder ein bisschen kommen, wir haben jetzt minus 14.000. Wir hauen mal die... Ich möchte... ...ein Darlehen an. Keine Panik, Präsidente! Denn ich bring... Militärbasis. Dann machen wir mal hier mal so ein kleines Touristengebiet hin. Ah, dieser kommt doch schon bei 47.000. Ich würde aber gerne, dass das mal hier gebaut wird. Das würde ich jetzt die Folge noch machen. Ah. Ich bin mir sicher, dass die gute. Wie sieht's aus? Das sollte, wenn das jetzt alles gebaut ist, sollte das ja wohl reichen. Wir machen noch... Wir pflastern ja alles noch mit Baracken zu. Ist irgendwo, zum Beispiel hier... ...welche Dinger sehe... ...kommen da Baracken hin. Wenn wir dann mal irgendwann was bauen wollen und es stört, kann man immer noch so eine Baracke abreißen. Kann man nicht ändern jetzt im Moment. Sucht denn die... Die alliierte Botschaft? Ja. Die Wahl war ein. Arbeitsmarktpolitik. Wir müssen mal was erforschen, oder? Hier haben wir alles. So, die Fassung kann jetzt aufgehoben werden. Präsidente, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen... Ja, Wohnungszufriedenheit arbeite ich ja gerade. Präsidente zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Wo wohnen denn die Mittellosen? Landhaus gut situiert. Arm, reich, wohlhabend, Haus. Wohlhabender, aber wohnen in den Mittellosen. Egal, das baut jetzt hier und dann hoffe ich,
dass dieses leidliche Thema weg ist. So, was wir nämlich hier mal hinsetzen können, ist dann zum Beispiel... Zeitung, Bibliothek. Ein Radiosender. Eine Highschool. Eine Universität. So. Oh, warte mal. Ich will Stonehenge haben. Nee, ich will... Nein, noch besser, ich will das Brandenburger Tor haben. Gut, meine Lieben, wir machen mal an der Stelle aber Feierabend. 30 Minuten sind schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich weiß jetzt nicht gerade, warte mal, ich muss mal gucken, wo wir von der Folge her sind. Ich nehme immer so ein bisschen... Tropico. Ach, wir sind ja noch hin. Wir sind jetzt am 21. sind wir jetzt. Wie gesagt, ich spiele das jetzt noch bis zum 28. durch. Wahrscheinlich werde ich zwischendurch auch mal mit den Sandbox ein bisschen anfangen. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann, ja, zur nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Also morgen, 14 Uhr. Bis dann, ciao.